Hallo und herzlich willkommen zurück zu LPT Daisy. Mit dabei das Standardteam Mona, Kokain und ich. Hallo. Hallo. Hi. Und unsere Gäste, der Max und der Frendo, ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen, sind auch wieder dabei. Ja, hi. So, wir wollten nach Celeno, also auf geht's. Und ich habe schon wieder die Feststelltaste drin, okay. Was du alles so feststellst. Mhm. Naja, einer muss doch alles feststellen, sonst kommen wir ja gar nicht mehr voran. Frendo? Also die Hochhäuser scheinen, also auf einem Hochhaus sehe ich zwei Spieler drauf. Zwei Spieler auf einem Hochhaus? Ja, bei Balota. Okay. Ach du Scheiße. Auf den Sniper-Hochhäusern? Direkt genau. Am Airfield? Ja. Okay. Ja, werde ich mir mal angucken. Ja. Dann nehmen wir noch die Polizeiwache hier mit und dann geht's direkt weiter. Richtig, Ballota. Macht ihr denn noch einen Stopp bei der Militärbasis im Wald? Ja, ich glaube, die lohnt sich nicht wirklich, oder? Kommt drauf an, ob die gelootet ist. Hier ist schon mal ein Zombie. Guten Morgen. Ach, den lasst ihr stehen, okay. Das ist solche Typen sich immer in LPT schleichen müssen. Mhm. Schlimm. Ja, das ist der Steuerberater vom Joe. Ja, alle genau so. Zombies hängen mit mir unter einer Decke. Ja. Ah, der will was von euch. Habt ihr eure Steuern nicht bearbeitet, nicht abgegeben oder so? Mach dich weg. Na, komm zu Papa. Geht's mal da beiseite, Leute. Hey! Au! Nicht hauen! Hey! Sag mal, geht's noch? Hey! Alter! Joe, was machst du? Ich lass mich verprügeln! Ich seh's grad! Was hat der alles kaputt gemacht? Mein Hut ist worn! Meine Jacke ist damaged! Okay, die war's davor auch. Boah. Also mit dem Skill sollten wir auf jeden Fall versuchen, in vollbesetzten Server nach Elektro zu kommen. Mona ist ja unsere Dingskirchen-Zombie-Schlechterin. Aha. Ein Bier nehme ich mit. Faust. Ein deutsches Buch, cool. Aber nicht das, Faust? Was ich suche. Ja, das heißt Faust. Ich hab Fäuste. Beans? Ich find's so geil, dass man hier in jede Tür rein kann. Noch eine Kartoffel. Oh, ich hab einen Rucksack. Cool. HGW. Ich hab eine Map gefunden. Na toll, du sollst die Ding einsammeln und nicht gleich trinken, du Spaten. Ich hab eine M4 gefunden. Verstecken. Baseballschläger braucht keiner. Nö. Joe, kannst du besser mit einer M4 oder mit einem. Hast du eine M4? Ich hab eine SKS. War hier oben noch was? Keine Ahnung. Ich würde dir eine M4 geben. 60er Magazine auch? Was 60er Magazine. Musste ich gucken, was ich am Magazin hab. Ist die Frage, ob du erstmal eine M4 willst. Also ich hatte bis jetzt immer eine M4, das ist jetzt die erste Aufnahme, seitdem ich Dings deine SKS habe, beziehungsweise seit dem LPT. Und ich habe sie noch kein einziges Mal richtig abgefeuert. Bin ich eigentlich traurig. Also nicht. Ist mir eigentlich egal. Dann suche ich mal eine Mülltonne. Mhm. Gibt ja Schlimmeres. Das Magazin nehme ich aber mal mit. Mach's gut, M4. Mach's besser. War eine schöne Zeit mit dir. Mhm.
So, dann gucken wir mal hier noch auf die Dinge. Ich mach mal den Zombie da platt. Mach mal den Zombie da platt. Hey, ich triff nix. Nix. Hast du einen leichten Desync? Also ich habe leichte Frame-Einbrüche. Ja, hab ich auch. Liegt aber an der Stadt hier. Jo, die ist ja so detailliert. Wo ist der Kokain wieder hin? Ich bin hier in dem kleinen Shop. Wo ist hier ein Shop? The Metamorphosis. Le Rouge et le Noir. Ach, Büchershop. Oh, hier in dem kleinen. Ich hack hier mal den Busch weg. Ich hack mal den Zombie weg. Okay, jetzt komme ich auch durch. Da mal hier. Nichts Besonderes. So, weiter runter. Bin direkt hinter euch. Irgendwo habe ich einen Doppler-Effekt. Geht mir genauso. Warte, ich will hier noch mal ganz kurz auf die Läden rauf. Ich kümmere mich mal um den Zombie da hinten. Nix. Bei dir drüben was? Komm da nicht hoch. That's what she said. Ja, eindeutig. Der Zombie ist hinter mir. Noch einer. Nein, hier oben ist auch nichts. Ey, bleibst du mal stehen, Junge? Huch. Den nächsten. Ich triff nix. Au. Okay. So gemein die Zombies hier. Jetzt noch auf die Militärbasis, die hier rechts von uns sein müsste, oder? Irgendwo. Ja, die ist hier auf dem Weg runter. Dort Das ist doch könnt. eine Standard-Route. Ja, dort könnte es wieder den einen oder Route. anderen Battle-Logger geben. Oh, das ist Das hier. mag ich ja gar nicht, wenn die betteln. Kommen wir da durch? Nein. Doch. So junger Mann. Verlassen Sie bitte das Gelände. Ich höre da schon wieder so ein Kumpel. Hier ist alles dicht. Also in dem Kaff werden die Bordsteine echt schon zu einer unchristlichen Zeit hochgeklappt. Jo. Ich schau mal in die, ins Gefängnis. Ich bin in der Baracke drin. Ich bin in der zweiten Baracke. Ah, schicke Schuhe. Combat Danke. Boots. Belly Damaged Beige. Epipen. Ah. Worn. Nehmen wir mit. Jetzt habe ich schon drei Epipens. Sardinen. Verdammt, ich hatte sie doch eben. Du Drecksjacke. 357er mal. Und ein F in FNX 45 Magazin. 1515. Crime and Punishment. Der neue Ein Bestseller von Punishment. irgendjemand anderem. Von Nicht von mir. irgendjemand anderem. Ja. Mikrofon muted. Mikrofon Also activated. hier liegt ja immer alles, aber nichts, was man gebrauchen kann. Also hier war auch nichts Besonderes drin. Hier liegt eine Ho. Ho, ho, ho. Und ein Bier. Und ein Bloodbag Kit. Alles Essbare mal eingesammelt. Wir wollen ja nichts verkommen lassen.
Habt ihr noch eine schöne Hose irgendwo gefunden? Aber ein 30er Magazin für eine Dings da, keine Ahnung für was das ist. Handschuhe hätten wir im Angebot. Aber keine Hosen. Mona, was guckst du? Ich hab mir hier nur eine Sprite aufgehoben. Ach, eine Sprite, okay. Ja. Hier liegt übrigens die Schlampe. Hier. Ja, ho. Ho, ho, ho. Dann gehen wir mal weiter, oder? Bevor es uns so ergeht wie dem Sascha. Also, ich laufe jetzt zur Militärbasis im Wald und versuche ein paar Sachen zu kriegen. Bin gleich da. Baracken hast du schon gefilzt? Jo. Da war ich drin. Und was Interessantes drin gewesen? Nö. Okay. Ah, meine FPS sind wieder da. Bei mir sieht es auch wieder ganz gut aus. Und der Server füllt sich schön langsam. Naja, naja. Nö. Ah, Österreicher ist der Erste. What? Ja, Gritzi. Was geht denn ab da drüben in Österreich? Sind wir bald da? Nein. Sind wir bald da? Nein. Sind wir bald da? Nein. 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 Ruhe in der letzten Reihe. Wie sieht denn das mit den Snipern da aus, die da irgendwo auf den Türmen gesessen haben oder auf den Hochhäusern? Keine Ahnung. Also. Ich bin jetzt schon weit weg von denen. Wollen wir in den Kiosk reinschauen? Frendo wollte sich... Nein. Nein. Gibt keine Zigaretten. Frendo wollte sich die doch mal angucken. Ja, ich werde so in 2 Minuten da sein, schätze ich. Oh, alles klar. Wir brauchen nur noch 3 Tage. Ah, ich denke mal, in der nächsten Folge wird es dann ein bisschen actionreicher. Verschreiß bloß nicht, Bulli, verschreiß bloß nicht. Vielleicht kommt uns gleich irgendwer entgegen. Ja, das werde ich wahrscheinlich sein. Aber so freundlich sind die meisten nicht. Da kommt dir keiner entgegen hier in diesem Spiel. Nein. Definitiv nicht. Eine Farm an der rechten Seite. Ich sehe da nur Bäume. Naja, ein paar Bäumchen sind auch da. Ach, du meinst hier das Haus? Ja. Was so abgelegen liegt. Ja, das liegt direkt an der Hauptstraße. Sehr abgelegen. Ein Brünnchen könnte ich mal vertragen. Ich bin schon nicht mal mehr energized, warte mal. Guck mal nach was zu essen kurz. Hier. Ich bin wieder hässlich, okay. Du bist hässlich? Genau. Du hast das erfasst. Ich hab nichts gefunden. Ja, du musst das Haus komplett durchsuchen. Nö, nö. Wenn dann nicht essen, meistens nur vorne in diesem Glascontainer, hätte ich beinahe gesagt. Und was ist es dann, wenn es kein Glascontainer ist? Eine überdachte Veranda, oder? Voyere? Ne, wie heißt denn das? Wintergarten. So, fertig. Okay. Darüber lässt sich streiten. Verglaster Eingangsbereich. Oh, sehr politisch korrekt. Damit kann man gar nichts falsch machen. Ja. Wo sind wir? Pablovo. Wo wollen wir uns denn treffen? Ich bin jetzt gleich bei der Militärbase.
Ja, dann treffen wir uns da. Hört sich okay. Tödlich an. Ach Quatsch. Ich werde mal gucken, ob da welche sind. Ich meinte mit treffen. Ach so. Wenn wir uns da treffen, jeder hat eine Schusswaffe, hört sich tödlich an. Naja. Hm. Wir sind auf jeden Fall besser dran. Wieder so ein verrottetes Teil. Ach, haltet mal, ich habe einen Brunnen gesehen. Hier lang. Ich wollte gerade sagen, haltet mal Ausschau nach dem Brunnen. Ach, Madame. Ich bin gerade am Trinken. Oh oh. Da geht's zur Sache. Catfight. Da kommt noch eine. Und noch eine? Nein. So, dann werde ich mir nochmal schnell eine Dose taktisches Essen reindonnern. Kratzt du dich gerade am Rücken oder so? Wer? Ja, der Matze. Echt, ne? Ja, sah so aus. Ja, na, der Kragen hat ein bisschen juckt. Ach so. Okay. Hat einer was zu essen? Brauchst du was? Ja. Soll ich dich füttern? Ich bin weder healthy noch energized. Ich bin nicht mal energized, nicht mal dunkel energized. Also. Hier hab ich was gedroppt. Hier drop. Sogar geöffnet. Danke. Bitte. Oh, eine Kneipe. Ich hab immer noch Hunger. Mal gucken, ob ich noch was mit hab. Nein. Ich bin mal in der Kneipe drin. Ein ganz großes Kino. Ich hab da hier was hingelegt. Danke. Nochmal Spaghetti gefunden? Hat's gereicht? Ja, ich hab nochmal ganz kurz die Kanne hier aufgefüllt. Und jetzt esse ich schnell was. Einen guten. Ja, ich bin wieder dunkelgrün energized. Dann gucken wir noch in das grüne Gebäude rein. Paprika? Ja. Oha. Da sterbe ich nachher an Vitaminvergiftung. Oh ja. My stomach feels completely full. Jetzt bin ich stuffed, jetzt kann ich eh nicht mehr essen. Okay. Natürlich, jetzt wo ich mal Cornflakes finde, ist der Cornflakes nicht dabei. Oh. Huch. Kommt in die Wand her. Warte. Ich glaube, die braucht 4 Slots, oder? Das Cornflakes-Zeugs. Wir müssen nach, ja, Kamenka. Wo bist du? Im grünen Gebäude drin, nebenan. Ach da. Links? Genau. No. Ja, wo ist links? Ach, hier ist links. Und weiter geht's. Oder in der nächsten Folge. Wir rennen jetzt noch bis zum Ortsausgangsschild und dann sagen wir bis zur nächsten Folge. Okay, hört sich vernünftig an. Bei der actionreichen Folge heute. So Leute, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute mit besten Grüßen aus Pavlovo und sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao.